Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir einige Upgrade-Packs zum Auftakt des TOTS Pre-Events, also die TOTS Aufwärmserie und die 86 plus Doppel-Upgrade-SBC, die haben wir bereits in einem separaten Video gelöst und jetzt schauen wir die 5x EFIGS Upgrade SBC an. Das heißt so viel, dass das aus bestimmten Ligen ist. Also Premier League, der Liga A, der Serie A, der Bundesliga und der La Liga. Kurz EFIGS. Naja gut, man hätte es anders lösen können. Vielleicht der Top-Ligen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist ein Pack, das wir auf jeden Fall auch fürs Community TOTS gut gebrauchen können. Und es ist sogar wiederholbar, also quasi ein Pflichtpack mit diesen 583 plus Spielern. Gut, dann wollen wir uns mal ranmachen an die Lösung. Auch gar nicht so teuer, ca. 25.000 Coins müssen wir dafür aktuell hinblättern. Das einzige Problem ist, na, die Informs, die sind alle gestiegen und deswegen ja, gibt es da kein Drum herumkommen. Okay, dann würde ich sagen, die Bedingungen sind folgende. Wir brauchen genau einen Team of the Week Spieler. Teamgesamtbewertung mindestens 82, Teamchemie 50 und natürlich hier wieder 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür 4 Tage Zeit und ich glaube, ja, es gibt so einen inneren Cooldown, sehe ich hier gerade. Falls ihr das nicht wisst, was das genau bedeutet, genau nach 2 Tagen dürft ihr diese SBC dann noch einmal abschließen. Also, die ist dann erstmal weg, aber nach 2 Tagen kommt die dann wieder. Nur für diejenigen, die das noch nicht wissen. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir auch schon diese SBC gelöst. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Und wenn ich das getan habe, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und könnt ihr mal gerne reinschreiben, auf welches TOTS ihr euch am meisten freut. Für mich ist es unter anderem die Bundesliga und auch die Premier League. Die Premier League aber auch nur deswegen, weil diese Karten einfach abnormal gut sind und ja, das vielleicht noch mein Team verbessern könnte. Und die Bundesliga einfach der Home Bias. Ich hoffe einfach mal ein richtig, also Full TOTS Bundesliga Team zu haben. Das wäre so mein Ziel und ja, das könnt ihr gerne auch live bei mir im Stream verfolgen. Auf Twitch bin ich da immer aktiv, gerade zur TOTS Zeit. Kommt gerne vorbei und dann öffnen wir unzählige Packs und öffnen ganz viele Picks. Also kommt gerne vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, eingehauen, wieder schauen. Peace.